Also manchmal ist dieses Spiel echt der Hammer. Da könntest du... Ach. Ich habe gar keine Worte dafür. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Es ist einfach nur dämlich. Und jetzt könnte der Kollege mir eventuell auch mal helfen mit den Kämpfen. Aber nein, er rennt einfach weiter. Warum sollte er auch? Ich meine, ich kämpfe nur gerade gegen eine Übermacht von Wölfen, die mich demnächst wahrscheinlich umbringen könnten. Aber nein, geh einfach, geh. Ich brauch dich nicht. Es hieß begleiten und nicht die ganze Arbeit für dich machen, die ganze Scheißarbeit. Ja, toll, jetzt sterbe ich. Super, großartig. Ganz toll. Rona, Pissgesicht, wo bist du? Rona, Pissgesicht, wo bist du? Rona? Wo ist der Kerl? Ganz ehrlich, wo ist der? Scheiße. Oh fuck, das sind noch zwei. Ich dachte, das ist bloß einer. So, lauf, trink. Trink schneller. Oh Gott. Es hat geklappt. Bin begeistert. So, ein Wolf weg. Puh. Ich will niemand vermissen. Das mit dem Heiltrank war eine knappe Angelegenheit, würde ich sagen. Jetzt hat er sich ernsthaft mit einem einzigen Eiswolf hier im Busch vergnügt, während ich hier mit der ganzen Rotte beschäftigt war. Der ganzen Meute, der ganzen Scheißherde. Naja, was ist das? Ist ja nichts Neues. Da muss ich durch. Was soll ich von den Typen hier auch erwarten? Komisches Pack. So, wohin geht's? Nach Süden, okay. Plan. Ich weiß, da komme ich her. So, nebenbei mal den Säbelzahntiger mitgenommen. Oh, den Säbelzahntiger, ja, ja. Die Herde. Bisschen unrealistisch. Katzen sind Einzelgänger. Meistens. Selbst wenn sie ja als Löwen in einer Herde leben, irgendwie kämpfen sie dann trotzdem, oder jagen sie dann trotzdem so ein bisschen einzeln. Du darfst den Schlag übrigens auch machen, wenn du von unten wieder hochkommst, mein Freund. Schränkt mich gerade ganz schön auf, oder? Ja, muss auch sein. Ist berechtigt. Es ist total berechtigt. Welcher Scheiße her. So, dreh mal um. Berghoch ist immer schöner. Das klappt gleich viel besser mit dem Treffen. So. So viel dazu. Oder ist er schon weg, der eine? So, dann können wir uns noch den hier holen. Oh, der lebt noch. Aber wenn wir den von der Seite mitnehmen, dann kann Rona vielleicht mal auf den anderen einschlagen. Sehr gut. Und super. Dem hast du es gezeigt. Da hat er Menschen gemacht. Du bist ein Feiner. Ein Feiner bist du, wie du Menschen gemacht hast. Das hast du fein gemacht. Du darfst dich jetzt auch ausruhen. Ja, mein Kleiner. So, hier unten war auch noch einer, ne? Hier hinten. Gut. Einmal Heiltrank. Wir haben ja noch 50. Ich habe das Gefühl, die werden wir hier noch wegkriegen. Die werden wir hier noch komplett aufgebrauchen wahrscheinlich. Naja. Ein Troll! Komm her, mein Kleiner. Ja, nimm Rona, genau, das ist gut. Nimm dir Rona zur Brust. Ich komme von hinten ins große Arschloch. Will gar nicht drüber nachdenken, was ich gerade erzählt habe. Größe ist eben nicht alles. Ja. Ich frage mich, was für eine Schwengeldicke die haben. Alter, was habe ich für Gedankengänge gerade? Naja, egal. Manchmal muss man seltsame Gedanken haben. Gut, entscheide dich bitte für irgendeinen Wolf, ist mir egal welchen. So, wobei vielleicht der andere besser wäre, aber jetzt ist es auch zu spät. Jetzt können wir auch den nehmen. Die kriegst du auch klein, wenn du nochmal zuschlägst. Sehr gut. Und jetzt können wir zu zweit auf den anderen Eiswolf losgehen. So, insofern Rona es mal hinkriegt zu treffen. So, und ich mal einen Schritt zur Seite gehe. So. Natürlich. Steht schon direkt daneben und sticht ins Leere. Ach. Unfähig, dieser Mensch. Unfähig. So, Eiswolf. Gibt's hier noch einen? Nee, ne? Ich weiß nicht, wo ich die alle umgebracht habe gerade. Ich glaube, den hier hatte ich jetzt schon, ja? Ja. Natürlich. Hier ist noch einer. Den nehmen wir noch mit. So, und jetzt lauf, lauf, lauf. Wir müssen doch bald mal da sein, Mensch. Über die... Oh, ich speichere mal.
Ist das nicht die Brücke, die ich eigentlich zusammen mit dem anderen freimachen sollte, freiräumen sollte, hier mit Hoga? Ich finde gut, dass der Hirsch jetzt mit angreift. Der geht mit in die Angriffswelle rein. So. Oh, fuck you. Ich gehe mal kurz durch. Oder auch nicht. Ja, ruh dich mal kurz da aus. Ist schön, wie du das Ding umarmst. Scheiße, jetzt habe ich natürlich so spät gespeichert, dass wir auf jeden Fall in den Kampf rein müssen. Das ist Mist. Wie mache ich das am blödsten jetzt? Ah, oh, shit. Toll. Diese Brücke ist natürlich auch echt gemein, weil man da irgendwie erstmal drüber kommen muss. Ansonsten, ja. Es ist halt mit dem Schamanen Mist. Der Schamane ist echt blöd dabei. Ansonsten wäre es eigentlich ganz angenehm, weil man nicht umzingelt werden kann und dann nacheinander die wegschnetzeln kann. Gut, Rona! Rona! Oh, scheiße, zu spät. Ich gehe mal dran vorbei einfach. Spring drüber! Ja! Nein! Mach, ja! Ja! So habe ich mir das vorgestellt. Bitte auf den Schamanen! Auf den Schamanen! Ja, sehr gut. Weglaufen. Lauf, nicht sterben. Das war falsch. Verdammt. Schlecht. Ich würde sagen, wir laufen sofort zurück, wenn das hier wieder geladen ist. Vielleicht können wir Rona da noch von einer großen Dummheit abhalten. Ich weiß es nicht. Scheiße. Das war mal wieder große Klasse. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal genau an der Stelle und ich glaube, an der Stelle bin ich damals auch richtig verzweifelt. Scheiße, ich krieg's nicht hin, ihn aufzuhalten. Naja, dann muss es halt hier erstmal sein. Oh nein, die greifen beide gleichzeitig an. Shit! Oh, ist das ein Mist. Ja, da kann ich gleich neu laden. Hier, komm. Scheiße. Oh nein. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich könnte es nochmal mit umdrehen und wegsprinten versuchen. Vielleicht klappt das. Shit, ey. Ich hasse das. Ich hasse es. Ist ja auch so schlau, über die Brücke zu kommen dabei. Ach. Lauf! Scheiße. Ich würde sagen, dann muss Rona halt sterben. Oh. Ach, deswegen gehen die über die Brücke. Ich verstehe. Ich dachte, da war ein Fluss dazwischen oder so. Nein, da war es einfach mal eine 12 Kilometer tiefe Schlucht. Warum auch nicht? Oh Gott. Womit habe ich das verdient? Scheiße. Oh, ist das ein Dreck, ey. Oh, ach, Mensch. Jetzt wäre der Rocktöter-Skill natürlich nicht schlecht. Warum halte ich eigentlich so wenig aus? Ich dachte eigentlich, ich hätte mal ein bisschen hier Abwehr jetzt durch die Stärke und die Rüstung und alles. Und ja. Ja, ja. So. Ah, nein. 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 So, hüpf mal. Scheiße. Ich hasse die Welt. Warum denn? Die ziehen so scheiße viel ab mit ihren Feuerangriffen. Das ist Wahnsinn. Dabei habe ich schon eine Robe an, die ja eigentlich vor Magieschaden schützen müsste. Es hilft nichts. Und du kannst ja nicht ausweichen auf der Brücke. Und auch so, ich kann danach auch nicht ausweichen, weil ich mit Zuschlagen beschäftigt bin. Das ist scheiße alles. Meine Güte, so ein Mist. Wie mache ich das denn? So, nochmal versuchen. Ja, ich gehe erstmal auf den... Oh, sind das drei? Alter. Nee, zwei. Aber trotzdem. Wenn der unten beschäftigt ist mit dem... Shit, diese blöden Dreckskrieger-Typen dabei noch mit. So, erstmal den weg. So, jetzt den Schamanen weg. Komm, auf die Schamanen, das ist das Wichtigste. Wir müssen die Schamanen wegkriegen, danach können wir weglaufen. Lauf. So. Jetzt haben wir hier zwei Orks. Der Rest sind nur noch Krieger, oder? Shit. Oh, nicht jetzt hängen bleiben. Scheiße. Lauf. Trink. Gut, die bleiben unten.
Jetzt muss ich bloß mich kurz um Rona kümmern. Wir sind wieder frisch. So, wir nehmen uns hier die beiden vor natürlich. Obwohl wir unten rein müssen eigentlich. Das ist eigentlich wichtiger, dass wir unten reingehen und Rona schützen. Aber ich muss jetzt erstmal den hier wegkriegen. Das geht so nicht. So, jetzt nehme ich mit denen hier bergauf zu. So, ich hoffe, wie steht's um Rona? Rona steht. Rona steht, Rona kämpft. Rona ist wacker. Das ist gut. Einer ist von denen zu mir gekommen, zwei kommen zu mir, okay? Okay. Das ist in Ordnung bislang. Der Krieger darf noch ein bisschen wegbleiben. So, haben wir den? Nein, 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 oh Gott. Halt die Stellung da unten bitte. Trink. Gut. Trink nochmal. Oh nein, 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 bleibt weg, bleibt weg. Oh. So, jetzt rennen wir einfach an dem vorbei. Das ist die beste Taktik überhaupt. Was ist mit Rona? Ach, der steht noch, der ist bloß festgefroren. Okay, na dann. So. Jetzt läuft das, das läuft. Das kriegen wir hin. Ich speichere mal. Nein, speichern bitte da. Oh, sehr gut. Jetzt kann ich mir auch einen Fehler leisten. Jetzt habe ich ja gespeichert. Ich hasse Schamanen. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Schamanen hasse? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das auf irgendeine Weise hinkriegen kann. So, wie geht's dir, Rona? Alter, der hat nichts abgekriegt. Was? Den hätte ich ja noch locker hier weiterkämpfen lassen können. Der hat nichts abgekriegt. Und ich mache mir hier Sorgen um den Kerl. Meine Güte. So, kommt her, Babys. So. Einen bitte. Ja, sehr gut. So läuft das. Genau. So, jetzt noch den anderen. Da gehen wir aber mal kurz wieder bergab. So. Was im normalen Leben ein totaler Nachteil im Kampf wäre, nämlich bergauf zu kämpfen, ist hier der absolute Vorteil. So. Befreie die Brücke im Süden. Wolfsklan plus 10, Nordmar plus 8. Fette Sache. Das ist das, was wir eigentlich hätten mit Dingens, mit Hoga machen sollen. So sieht's aus. Cool. Haben wir es halt mit Rona gemacht. Ist ja fast derselbe Name, sind bloß zwei Buchstaben anders. Cool, cool, cool. Das freut mich, dass wir das hingekriegt haben. Auch wenn es unter Schwersteinsatz war hier. Also das war ja nicht mehr ganz feierlich. So, einmal speichern bitte. Und da stelle man sich vor, ich will in die Mine reingehen und dort aufräumen. Pff. So, Verzeihung, ich musste erstmal wieder einen Schluck trinken. Gut, weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Geschichte mit Rona hier fertig und dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Denn meine Stimme kratzt, es ist schon spät, ich bin müde. Und deswegen wird es Zeit, dass ich dann auch mal hier Schluss mache. Ja, kleines Wollbison. Ich will das haben, was Rona hat. Das ist meins, das habe ich schon angekratzt. Das habe ich schon markiert für mich. So, okay. Dann eben nicht. So. Ja, kümmer du dich um den Rest. Finde ich gut. Worauf auch immer du gerade geschossen hast. Ich weiß es nicht, da war ja eigentlich kein Bison mehr. Wir sammeln aber alles noch mit ein. Ja, damit. Ja, damit. So, und weiter. Ich hoffe, es ist nicht mehr so weit, Kollege. Da hinten ist irgendwas aus Holz. Das sieht aber wie eine Brücke eher aus. Hier war ich schon mal. Ah. Ich erkenne meine Markierungen wieder. Das kommt mir bekannt vor. Oder ist das etwa... Hammerclan. Das ist nicht dein Ernst. Du wolltest zum Hammerclan? Das ist alles? Ach nee, gut. Ich dachte schon. Da hättest du jetzt aber eins auf den Deckel gegeben. Wenn du mich hier durch die tierisch gefährliche Gegend ziehst, mit auf die Brücke dort mit den Orks und einfach nur zum Hammerclan wolltest, das wäre ja noch schöner. Nee, gut, dann will er irgendwo anders hin, ist auch okay. Trotzdem hätte er auch einen anderen Weg nehmen können. Es war bestimmt nicht der einfachste hier. Und so langsam könnten wir dann auch... Was wächst hier denn? Schnapsbeere, natürlich Schnapsbeere. Wenn es schon Gemüse ist, dann muss es irgendwie für Schnaps geeignet sein.
Nordmarer kennen bloß Fleisch und Schnaps. Jagd und Krieg. So sieht's aus. Schwert und Armbrust. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, er grast einmal ganz Nordmar mit mir ab. Hauptsache, wir haben alles mal mitgenommen. Oder, Freund? Was haben wir hier denn an der Anzeige? Hammerclan. Natürlich Hammerclan. Oh, scheiße. Gut, zu zweit kriegen wir die hin, denke ich. Aber man muss ja nicht unbedingt jetzt das volle Risiko fahren. Da speichern wir lieber mal vorher. Das ist okay, da haben wir dann einen Versuch mehr. Das hat ja sogar bei den Orks geklappt. Dann wird es wohl bei den Eiswölfen erst recht funktionieren. So, wenn er da hinten in die Ecke runtergeht, dann will ich ihn nicht mehr haben. Ich gehe mal kurz zu unserem Kollegen helfen, damit er dann uns helfen kann. So ist das effektiver, denke ich mal. Heißt, wenn ich jetzt hier alleine gegen die drei kämpfe, das muss ja auch nicht sein. So. Einmal noch. Wunderbar. Jetzt noch den. Und Rona kriegt schon wieder am Boden rum. Natürlich. So. Um dich ist es nicht schade. Ach, du hast einen alleine hingekriegt. Das ist schön. Das hätte ich nicht erwartet, aber ist schön. Finde ich gut. So, welche haben wir noch nicht ausgenommen hier? Den haben wir noch nicht ausgenommen. Warte mal kurz, Kollege. Ich muss noch kurz hier... Was bist denn du für ein Jäger? Du bringst die Viecher um und lässt sie dann liegen. Also ehrlich mal. Was sind das für Sitten hier? Nix wird verkommen gelassen. Hörst du? Kollege. Hier wird alles verarbeitet. Einmal durch den Busch. Ah, natürlich, am Ende des Busches wartet immer ein Ripper. Nordmarer Weisheit Nummer 7500. Und was greift uns jetzt an? Goblin. Klang wie irgendein komischer Vogel oder sowas. So. Ah ja, da hinten. Ich sehe gerade, da ist ein Lager. Wir speichern mal wieder. Tut Not. Das tut Not, dass wir hier speichern. Ach, das ist die Hütte. Ah. Ich sehe schon. Und die Wölfe haben so beim Vorbeiflitzen mitgekriegt. Oder sind hier noch welche? Dann gehen wir nochmal drauf auf die Wölfe. Wenn sie spielen wollen, dann dürfen sie spielen. Das können wir gerne einrichten. So. Na, da. Einer weg wenigstens. Jawohl. Scheiße, ich hasse das, wenn die so von der Seite ankommen und man überhaupt keine Chance hat, auch nur irgendeine Regung zu machen, weil sie einen einfach in die Zange nehmen. So, jetzt den noch. Wieso kommt der auf mich los? Was soll der Mist? Hallo, geh auf den anderen los hier. Rona hieß er. Toll, jetzt bin ich wieder kurz vorm Exitus. Super. Um dich ist es nicht schade. Ja, und ich muss wieder Heiltränke trinken. Super. Ganz tolle Sache. Tolle Wurst. Rein mit dem Fleisch und jetzt bitte mal hier wieder Fleisch nachgelegt. Oh, schön, da kann ich dann wieder richtig schön grillen gehen, fällt mir gerade so auf. Ich habe ja diesen Engpass, seit ich in der Wüste war eigentlich, weil es dort einfach nichts Fleischgebendes gab. Dort hat es ja mal Lurker gehabt, aber ansonsten war es ja dünne gewesen eigentlich. Aber hier, ihr bringt ja alles Fleisch. Jedes verdammte Vieh. Außer vielleicht die mageren Gobbos, naja gut. Die haben nichts, aber die fallen wenigstens mit einem Schlag um. So, Hütte gefunden. So, da wären wir. Schön. Jagen kannst du am besten nördlich von hier. Schlafen kannst du in der Hütte. Deine Felle kannst du bei mir verkaufen. Das finde ich sympathisch. Was hast du jetzt vor? Ich bleibe erstmal hier. Ja, ist klar. Das habe ich mir fast gedacht. Zeig mir deine Ware. So. 3900. Ich glaube, ich habe nichts mehr, was ich verkaufen kann, oder? Ach doch, ein bisschen... Ork-Krempel und die Barbaren. Ja, stimmt, die Barbaren-Streitaxt, die ich Hogar abgenommen habe. Da war ja was. Die lassen wir aber mal natürlich liegen, weil die viel mehr wert ist. Wir können aber einfach mal hier ein paar Zauber mit um die Ecke bringen. Die verbraten wir eh nicht. So. Drei Stück, die gehen noch drauf. Genau, und die kriegen wir auch noch mit drauf. Und dann sind wir mit 10 drüber. Verdammt. Einen wieder weg. So, da haben wir den bis auf 15 Goldstücke ausgenommen. Ist das schön. So, schlafen brauche ich nicht. Zwei Betten sind da. Okay,
Wir gucken mal kurz, wo wir sind auf der Karte. Südlich vom Hammerklan. Jagen kannst du im Norden, ist klar. Gut, wir sind südlich vom Hammerklan. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Ecke nichts mehr. Das heißt, ich teleportiere mich jetzt nochmal fix einfach zum Wolfsklan. Wolfsklan ist da, wo der Wolf drauf ist. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession. Wir werden in der nächsten Session dann mal, wir können noch mal kurz mit Hoga reden, ob es da noch irgendwas zu klären gibt, aber eigentlich haben wir ja jetzt das schon alles gemacht. Deswegen brauchen wir ja mit dem nicht mehr losziehen. Ja. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Genau, da haben wir bloß noch das. Das brauchen wir sowieso nicht. Da können wir noch mal kurz oben Bescheid sagen gehen, dass wir das geklärt hätten. Bei, wie hieß er, bei Typ halt hier, bei Grimm. Und ansonsten war es das für diese Aufnahmesession. Wir werden in der nächsten Session sicherlich bis zum Feuerclan kommen und werden uns dort ein bisschen umsehen und dann ansonsten halt mal anfangen, die ganzen Quests abzuklappern. Bei Grimm gibt es sowieso nichts jetzt gerade, na toll. Ja. Und ansonsten wäre es das eigentlich. Ja, wir gehen noch kurz zum Ausgang. Wir müssen auch mal den Hetzer suchen. Ich glaube, ich werde mal offline ein bisschen, also wenn ihr nicht dabei seid, werde ich vielleicht mal ein bisschen suchen, denke ich mal, wenn ich dran denke, ansonsten halt nicht. Dann müssen wir halt irgendwann mal hier im Spiel, im Let's Play suchen und was dann auch noch anfällt, wäre hier oben in dieser Ecke, genau da ist es nämlich irgendwo, genau da ist es irgendwo, das ist eine tolle Formulierung, Xardas suchen. Wir haben also noch drei Lokalitäten hier abzuklappern, Xardas Turm, der irgendwo hier ist, den Feuerclan und das Kloster. Und wenn wir das haben, dann geht's ans Quests machen und damit speichern wir über, ja, wir machen mal diesen Spielstand, weil der ja sowieso nicht richtig ist, der ist ja nicht valid, der zählt ja nicht mit in die Reihe rein, genau, und sind immer noch am 30. Tag, wunderbar. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge, wir sehen uns, haut rein!